Seien Sie herzlich gegrüßt zu unserem Mitmachvideo Schmerzen im unteren Rücken, also gegen Schmerzen im unteren Rücken. Ich erkläre Ihnen gerade den Ablauf. Wie kommen diese Schmerzen zustande? Was machen wir in der Faszienrollmassage, um die Übung vorzubereiten? Und dann die zwei wichtigsten Übungen dagegen, um das Ganze zu mindern. Wie kommen sie zustande? Es ist immer wieder das Sitzen. Wir sitzen und im Sitzen haben wir die Beine etwa so. Vorne verkürzen sie Strukturen. Wenn wir dann stehen, zieht das nach vorne. Der Rücken muss gegenhalten. Der Zug nach vorne, die Muskeln, die gegenhalten. Das belastet die Bandscheiben. Das macht Schmerzen, das macht Verschleiß. Daran leidet der untere Rücken. Wir können das Ganze direkt auflösen und direkt mindern in der ganzen Belastung, die sich da oft aufbaut bei den Menschen. Dadurch, dass wir erstmal diesen Bereich mit der Faszienrollmassage behandeln. Wir nehmen dazu die Minikugel und wir nehmen die Medirolle oder vergleichbare Instrumente, die Sie haben. Ina, darf ich dich bitten, wir zeigen das mal. Komm mal hier rüber. Wir fangen mal an auf der Frontseite, wo auch die Ursache ist. Bitte leg dich mal auf den Rücken. Am besten den Kopf andersrum. Bisschen Füße nach dort, genau. So, und jetzt nehmen wir die Minikugel. Ich zeige es erstmal. Sie tasten mal bei sich am oberen Schambeinrand. Diese Kante, die suchen Sie mal. Taste mal bei dir. Schambeinrand, obere Kante, die suchen wir. Und dann gehen wir mit der Kugel, ich gebe sie dir mal, an diese obere Kante des Schambeins und rollen da praktisch, wir fahren an der linken Seite vielleicht mal an, und rollen von der linken Seite ganz, ganz langsam mit kleinen Spiralen nach rechts herüber. Kleine Spiralen, vielleicht noch ein bisschen mehr so spiralig, ja, gar nicht so groß, nur so kleine Bewegungen. Und dann im Verlauf der Spiralen immer mehr ein bisschen weiter nach rechts gehen. Und wenn du am rechten Schambeinrand angekommen bist, dann machen wir einen kleinen Schwung, wir machen einen kleinen Sprung, und zwar vom Schambein tasten wir mal den Hüftstachel, der ist ungefähr so weit weg, wie ich hier zeige, und schau mal, Hüftstachel ist hier bei dir, merkst du, da? Das ist der, wo bei der Jeans immer das Geldtäschchen sich befindet. Und dann gehst du mal dort an diesem Hüftstachel etwas drunter, unter diesem Hüftstachel, nur auf so einem Bereich von ganz wenigen Quadratzentimetern und suchst auch mal dort nach empfindlichen Punkten, zunächst auf der rechten Seite. Ja, wenn Sie unsere Kugeln noch nicht haben, dann vielleicht einen härteren Tennisball nehmen. Der ist zwar ein bisschen zu groß, aber damit mag es auch ganz gut gehen. Die nächste kleinere verfügbare Größe ist ja meist der Golfball, aber der Golfball ist halt hart und das müssen Sie ganz vorsichtig sein, das ist eigentlich nicht geeignet. Und das ist gleich nochmal auf der linken Seite, Ina, bitte. Genau, erstmal den Hüftstachel suchen, das untere Ende des Hüftstachels, schau mal, bei dir ist er hier, da ist das untere Ende, ja, erstmal zeigen, so. Dort. Und dann gehen Sie mit dem Ball, ich zeige es gerade mal vorher, gehen Sie so drunter. Und dann suchen Sie genau da in diesem Bereich auch nach empfindlichen Punkten, gehen spiralförmig drüber, haben den Eindruck oder stellen sich vor, dass Sie da Flüssigkeit verschieben wollen und suchen den Bereich ab. Und immer schön ein bisschen in Bewegung bleiben, Ina. Immer schön ein bisschen spiralförmig in Bewegung bleiben. Jawohl. Okay, dann setz dich mal auf, bitte. Jetzt arbeiten wir mit der Medirolle. Oder etwas vergleichbar. Müssen wir gucken, was Sie halt benutzen möchten.
Es wäre aber schon empfehlenswert, sich mal unsere Rollen zu besorgen, weil die speziell dafür entwickelt worden sind. Wir können sie die nächsten Jahre benutzen und haben für den ganzen Körper alle Instrumente, die sie brauchen. Sie nehmen jetzt diese Medi-Rolle, setz dich mal drauf, Ina. Und zwar so, dass das Steißbein drauf liegt. Und sie positionieren das Steißbein direkt in dieser kleinen Mulde. So, und dann ganz langsam hochgehen, das Kreuzbein entlang, ja, nach vorne gehen, ne, diese Richtung, immer mehr. Mhm. Und vielleicht auf die Ellbogen, genau. Wir zeigen es jetzt mal im Liegen. Sie könnten das auch an der Wand machen, wenn Ihnen der Boden zu schwer fällt. Aber das Liegen hat den Vorteil, dass die Schwerkraft Sie dann praktisch da drauf drückt. So, und jetzt nur ganz langsam entlang. Ja, genau. Ganz langsam entlang. Übers Darmbein erstmal kommen. Genau, bis schon drüber. Und dann den unteren Rücken ganz langsam immer weiter ablaufen. Die Füße stellen sich dann immer so weit um, wie es nötig ist. Und mit den Armen immer nachrücken, dass sie sich gut halten können. Und Sie merken, wir machen das ganz langsam, damit die Flüssigkeit eine Chance hat, dazwischen durchgedrückt zu werden. Immer weiter, weil die unteren Rückenmuskeln laufen ja auch bis hoch und koppeln an. Wir machen es deswegen ruhig mal so bis zur Mitte der BWS. Das entspannt sofort auch die ganze rückwärtige Front. Okay, jetzt kommen wir langsam runter, Ina, wieder absetzen, langsam nach oben kommen und leg dich nochmal auf den Rücken bitte. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Vorderseite und suchen mal die Rippenbögen. Bitte mal bei sich tasten, wo die Rippenbögen verlaufen. Und dann gehen wir nochmal auf beide Seiten, so an den mittleren Bereich der Rippenbögen. Wir fangen auf der rechten Seite an, Ina, mit beiden Händen so von unten dagegen, ja, von unten von der Bauchseite her nach oben an diese Unterkante der Rippenbögen entlang rollen. Immer weiter nach außen. Die gehen ja dann runter, ne? Sie müssen also dann diesen Bogen nach unten immer weiter folgen. Und dann nochmal zur anderen Seite. Und immer wieder suchen, wo ist es empfindlich, wo ist praktisch zu merken, dass da was getan werden muss. Und wenn Sie dann so eine Stelle gefunden haben, dann immer wieder schön drauf verharren, ein bisschen spiralförmig nur rollen. Dann lässt es meistens schon nach ein paar Sekunden dann nach. Und weiter zur Außenseite gehen. Immer weiter zur Außenseite vorarbeiten. Deutlich, gell? Da war gerade ein Punkt, ich habe es gesehen. Wenn das wie bei der Ina ein Punkt besonders empfindlich ist, ja, dann direkt ein bisschen draufbleiben. Trotzdem in Bewegung bleiben. Ja? Nicht ruhig fahren, sondern trotzdem in Bewegung bleiben. Spiralförmig ein bisschen weiter drehen. Und dann wieder weitergehen, mehr zur Außenseite. Okay. Okay, soweit zur Faszienrollmassage. Ina, komm schon mal hoch, bitte. Und jetzt nehmen wir uns einen Stuhl. Ich hole den mal ran, bleib mal da drüben stehen. Der ist jetzt nicht so stabil. Es wäre besser, wenn Sie einen haben zu Hause, der stabiler ist. Ich zeige kurz, was wir machen. Wir stellen uns so davor in einer geeigneten Entfernung und schieben dann nur die Leisten nach vorne und lassen uns immer weiter mit den Leisten durchhängen. Probier das mal, Ina.
Nicht zu weit zurückgehen, ja, so ist ganz gut. So, das ist die Ausgangsposition, mal nicht bewegen. Und jetzt Leisten, einfach nach vorne immer weiter durchhängen lassen. Jawohl, Arme bleiben gestreckt und wir lehnen uns jetzt so rein und ganz langsam. Und Sie können auch den Winkel, das kann ein Stuhl sein, das kann ein Tisch sein, das kann eine Kommode sein, irgendetwas, wo Sie sich dagegen lehnen können. Und den Winkel, je flacher Sie sind, desto mehr können Sie Kraft auf den unteren Rücken, Dehnungskraft bringen. Je steiler Sie sind, desto weniger Kraft, desto vorsichtiger können Sie praktisch rangehen. Und das können Sie dann immer so steigern, wie Sie sich wohlfühlen. Das dürfte jetzt schon zu merken sein, Ina, gell? Sie bleiben auch, Sie wollen gar nicht sehr ins Hohlkreuz kommen. Sie wollen vor allen Dingen hier die Leisten nach vorne schieben. Und zieht schon ordentlich, gell? Immer wieder versuchen, wie kann ich den meisten Zug im Bauch auslösen? Und wenn die Leisten nicht mehr nach vorne gehen, dann ruhig den Bauch dazu nehmen. Zweite Stufe, den Bauch dazu nehmen. Ja, und den Kopf ruhig ein bisschen nach hinten gehen lassen. Jawohl. Ja, genau so. Wo zieht es jetzt bei dir, Ina? In der Leiste. In der Leiste? Ja, es darf auch im Rücken. Wenn es im Rücken zieht, wie das bei der Ina gerade ist, überhaupt kein Problem, weil wenn es im Rücken zieht, nutzt es für den Rücken. Ja? Keine Angst haben, wenn es im Rücken zieht, nutzt es für den Rücken. Wenn Sie so wie Ina drinstehen, müssen Sie gucken, dass der Stuhl nicht wegrutscht. Vielleicht dann lieber eine Kommode nehmen, die an der Wand steht, dass es nicht passieren kann. Aber jetzt fürs Zeigen kann man das gut sehen hier, wie ich es meine. Und immer schön weiter reinsinken lassen. Können Sie gar nicht lang genug machen. Anstrengend, gell? Ja. Ja. Wenn Sie in den Inas Winkel zu anstrengend ist, dann lieber ein bisschen steiler stellen, bis Sie sich langsam dran gewöhnt haben. Jetzt Ina langsam wieder rauskommen. Okay. Dann erstmal ist es unangenehm. Erstmal zieht alles ein bisschen. Dann mal, ich tue mal den Stuhl weg. Ganz langsam nach vorne mal kommen ein bisschen. Nach vorne, nach vorne abbeugen ein bisschen. Genau, um eine kleine Gegenbewegung zu machen. Und das langt schon. Wieder hoch. So, zweite Übung. Bitte setz dich mal. Front nach dort am besten. Nee, hinsetzen. Auf den, richtig aufs Gesäß. Aufs Gesäß. Okay, wunderbar. Sie setzen sich so hin, wie Ina das jetzt gemacht hat. Und jetzt nehmen Sie die Beine in 90 Grad, die Knie in 90 Grad Winkel. Jawohl, anderes Bein auch. Mhm. Lassen die Beine leicht auseinanderfallen, Füße aneinander. Und ziehen sich jetzt an den Füßen nach vorne. Ja, lassen den Kopf auch hängen und ziehen sich immer mehr nach vorne, dass es hier schön rund wird. Wenn Sie merken, dass es besser ist, die Füße etwas weiter nach vorne zu nehmen, Sie sehen das bei der Ina gerade, dann rutschen Sie einfach noch ein bisschen am Boden entlang, sodass Sie hier in dem Bereich eine Spannung erzeugen können und atmen sich da langsam rein. Ja? Einatmen, Ina, und mit dem Ausatmen noch ein bisschen weiterziehen. Und dann wieder einatmen. Tief einatmen, im Ausatmen weiterziehen. Und wichtig beim Einatmen, genauso bleiben, wie Sie sind und beim Ausatmen ein bisschen weiter rein. Ja, und nicht hochkommen beim Einatmen. Ja, Ina ist ein bisschen hochgekommen, ist auch nicht schlimm jetzt, ja. Aber effizienter ist es, gar nicht hochzukommen beim Einatmen und nur beim Ausatmen ein bisschen weiter reinzugehen. Jawohl. Und Ina kommt schon, wenn ich an früher denke, sie kommt schon Kilometer weiter, hat sich das im Laufe der Monate und Jahre gut antrainiert jetzt. Einatmen und ausatmen und weiterziehen. Ja, schauen Sie, wie tief sie inzwischen kommt. Einatmen und weiterziehen. Immer versuchen, hier praktisch Dehnung herzustellen. Und dann kommen wir langsam wieder raus. Langsam wieder rauskommen und wieder schön gerade machen. Am besten dann immer hinterher ein bisschen bewegen, wieder ein bisschen frei machen
Und das war's für den unteren Rücken. Wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie deutlich merken, die Entlastung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und mehr Übungen, mehr Tipps zu diesen ganzen Themen bekommen Sie auf unserer Internetseite www.liebscher-bracht.com.